Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Drakan. Ja, genau. Mir fällt gerade, wir waren da oben nämlich auch noch nicht. Da ging es ja noch einmal, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier tatsächlich den Schlüssel haben, können wir uns das vielleicht hier nochmal in Ruhe anschauen. Dich befreien und umhauen. Oh, natürlich. Das sah nicht gesund aus. Ich glaube, du hast hier ein bisschen den Arm gebrochen. Na komm, dann willst du da vielleicht mal durchlaufen? Los, das schaffst du. Komm. Ja, glaube ich, war doch ein wenig zu übereifrig. Ah, na gut. Immer ein Heiltrank. So, ein bisschen Fleisch vor uns wegtreten. Weggetreten. Und dann können wir jetzt, denke ich mal, hier mit dem Schlüssel. Ja. Hallo. Kommt mal hier schön einzeln raus. Nicht hängen bleiben. Oder wir bleiben halt einfach in Bewegung. Hey. So, das war's mit euch. Scheint doch besser zu gehen, wenn man sich mal duckt. Sehr fein. So, was bringt jetzt dieser Hebel? Erstmal nix. Oh. Warte mal. Können wir vielleicht... oder? Die sieht aber auch nicht mehr so stabil aus, die Säule. Warte mal. Wahrscheinlich hätten wir die Säule da drauf schmeißen können. Warte mal, geht das? Können wir das so machen, dass das da drauf fällt? Nee? Scheint doch echt immer nur in die Richtung zu fallen, oder? Okay. Oh, neue Rüstung. Dann machen wir uns gerade mal schnell Raum. Legen wir den Bogen schnell ab. Zack. Anziehen. Okay, das Schwert macht es nicht mehr lange. Schade. Das heißt tatsächlich Stich. Okay, dann ist es eindeutig eine Gollum-Anspielung. Komm, da rennen wir so ein bisschen mit dem Flammenschwert rum. Das wird gerade echt ein Problem.
I don't have any room. Na komm, dann benutzen wir den halt, bis er kaputt ist. Ich meine, wie gesagt, reparieren können wir es sowieso nicht. Wir haben ja Alternativen da. Ja, auch nix. Ah, ich glaube, sonst wären wir in dem Käfig gefangen gewesen. Und hätten nicht mehr rausgekonnt. Dann macht es natürlich Sinn, dass wir die Säule da umgeschmissen haben. Alles klar. Was ruckelst du gerade so? Hier noch durchgewuselt. Mehr Tränke. Also jetzt könnte der theoretisch echt mal Stich noch hier ein bisschen benutzen. Bis er kaputt ist. Müssen wir halt ein bisschen näher an die Gegner ran, aber das sollte ja auch kein Akt sein. Hey, hier ist wieder... Wieder eine Falle. Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwas übersehen, aber gut. Warte mal. Okay. Dann lösen wir das doch so. Ich bin unverwundbar. Ich bin unverwundbar. So, die Herren. Wofür seid ihr jetzt One-Hits? Doch nicht. Ich nehme das zurück. Ordentlich gesessen hier. Schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Hier ein paar Heavy-Metal-Fake-Flashbacks. Diesen schwebenden Plattformen. Aber das hat gerade erstaunlich gut geklappt. Aber das war jetzt auch gerade saumäßig knapp. Böse. Na gut. Kann ich jetzt hier wenigstens mal gefahrlos hochklettern? Zumindest hat das so den Anschein. Gespannt, wo wir jetzt hier wieder rauskommen werden. Oh. Alter, es dauert echt lange hier mit dem Aufsteigen. Also Aufsitzen in dem Falle. Es ist fast zerlegt.
So, das dürfte aber gewesen sein hier an den Viechern. Alles klar, wir haben das Amulett. Das war jetzt auch schon mal nicht so ohne. Wir brauchen dringend Leben. Hm. So, und das andere wäre dann da unten. Mal los. So. Das gewusst hätte ich mir das mit dem Leben auch sparen können. Den Drang verschwendet. Na gut. Was soll's? Man soll es jetzt auch nicht scheitern, hoffe ich mal. Was Interessantes? Nee. Ich muss ja sagen, mit euren Fernkampfdingern seid ihr nicht so ohne. Zugegebenermaßen. Guck mal, hier ist doch eine Höhle. Hallo. Das ist ein Raketenwerfer. Raketenpfeilen aus. Explosivpfeile, ja. Cool. Wieder ein bisschen Wasser tränken. Es wird ja langsam hier mit dem unsere Bewaffnung, unserem Arsenal. Cool. So, Drache, kriegen wir dich? Wir sind ja noch auf dem richtigen Weg, ja. Ja, gut. Oh. Freunde geholt. Danke. Auch schief gehen können. Ist hier irgendwas Interessantes? Ja, tatsächlich. Du bist schon tot. Ein Feuerkristall? Oh. Ruhig kennt man ja auch aus. Also irgendwie ist hier die Heavy Metal Facts Survival oder Revival Folge, wie mir scheint. So, schön da bleiben. Sterben. War's das mit euch? Ich glaube schon. Die Schüsse müssen hier runter. Yep, das sieht nach einem Tor aus. Scheinbar nicht. Okay. Auch hübsch hier unten. Oh. Erok, I need you. Fear not, I'm coming. Okay, da brauchen wir definitiv den Drachen.
Okay, dann kommen wir mal zurück. Lande gerade noch mal. Da waren die Ladebildschirme nicht so ewig. Arok! Yes, Ren. I hear you. Arok! Komm! Arok, come here! Arok! So, dann die Einrastfunktion. Oder mich, dass ich die schon nicht mal längst abgeschaltet habe. Jetzt, wo ist der hingeflogen? Arok, Arok, komm hier! Arok! Warte mal, wo habe ich zuletzt gespeichert? Machen wir das nochmal. Good luck, Rin. Jojo, wird schon. Oh ne, hat mir die sogar schon zerlegt, okay. So, dann geh doch mal durch dieses Tor durch. Sehr gut, guck mal, wie das immer funktioniert. Wenn du die Flügel mal nicht ausgebreitet hast. Fetter Drache, du. Let's go roast some evil scum. A soul shadow. Hail from one once known as Turi, bonded of the dragon Takora. Guardian of Alwarden. Who enters this long dead place? I'm Rin. This is Arok. What happened here? In the last days of Alwarden, the city was under siege, flanked by a regiment of the Dark Union to one side, and Tulltal, the war giant, on the other. I couldn't defend the city against both, so I sent my dragon to fight the war giant, while I attempted the great spell of protection. Are you not aware of the great danger that lies in casting such a powerful spell? I learned this lesson the hard way. Once I placed the runes to invoke the spell, half the city became encased in an impenetrable enchanted barrier. What happened to your dragon? Sadly, she was trapped inside the barrier and slain by the war giant before I could undo the spell. Being bonded, I died with her. Now I am but a soul shadow, doomed to walk this tomb of a city and reflect on my terrible mistake. Tell me, Rin, why have you come to Alwarden? We're looking for the Bellhammer. That's quite a challenge, you know. Listen carefully. You'll find it within the enchanted barrier, along with the war giant and the bones of my dragon. But first, you must bring me my dragon soul crystal, so that I can disarm the ward I placed on the entrance to the city. Find the Rune of Water so that you may reach the Dragon Clutch of Alwarden. The soul crystal of my dragon rests on a dais there. Bring the stone to me, and I will disarm the ward. But beware. After Alwarden fell, many of Tulltal's war giants lingered within the ruins, hoping to find a way to free their chieftain. Their descendants still remain, drawn to the aura of this place, though they have forgotten poor Tulltal. Avoid them if you can. They are brutal and vile creatures, and far stronger than their primitive cousins. Hurry, one has caught your scent already. Na gut, da hast du aber auch was zu mitnehmen, ne? Rin, I'll wait for you here. Jo, ist in Ordnung? Oh, das ist einfach okay. Wer war dann der Rest von ihr? Wir haben aber auch eine Karte, wie es scheint. Okay. Dann. Ja. Sieht doch ganz nett aus. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.